So Leute, wie ihr sehen könnt, bin ich dieses Jahr am Samstag, den 8. April 2017 mal wieder auf dem Weekend of Hell in Oberhausen. Ich werde euch natürlich wieder ein paar Interviews sowie Impressionen von der Convention mitbringen, dann würde ich sagen, fangen wir gleich mal an. So, ich bin jetzt hier bei dem YouTuber Predator-Fans 232 und meine spezielle Frage an ihn ist, hast du dir bis jetzt schon Filme und Autogramme und so weiter zugelegt? Beides ja, also Filme habe ich ein bisschen mehr geholt als Autogramme. Autogramm habe ich jetzt nur eins geholt von CJ Cram, der hat ja Jason in Freitag 13. Teil 6 gespielt. Dann an filmtechnisch habe ich auch einiges geholt, zum Beispiel die Rückkehr der Zombies, The Stuff und Hitcher der Highway Killer. Okay, ja, dann danke fürs Interview und viel Spaß hier auf dem Weekend of Hell. So Leute, wie ihr sehen könnt, bin ich heute beim Voice82 aka Stefan und hi. Und meine Frage ist erstmal, wie oft warst du schon auf dem Weekend of Hell? Heute das erste Mal. Und wie ist es bis jetzt so? Ich habe nicht viel gesehen. Sorry, meine Stimme ist extrem im Arsch heute. Nicht. Ja. Nicht schlimm. Und bist du mehr wegen der Fotobörse, dem Merchandising, den Stars oder der generellen Atmosphäre hier und so? Ja. Keine Ahnung, es ist auch immer das allererste Mal hier und das war so eine extreme, ganz spontane Entscheidung, heute herzufahren. Und ja, also es ist auf jeden Fall alles cool, erstmal euch kennenzulernen, erstmal das Hauptgrund, eigentlich, warum man eigentlich hierher fährt, eigentlich mal, um die ganze Verrückte auch mal kennenzulernen. Und ja, auf jeden Fall will ich Jason darstellen, auf jeden Fall mal Autogramm abluchsen und natürlich auch mal bei den Blu-Rays mal vorbeischauen und was kaufen, eventuell. Okay, dann danke fürs Interview und auch viel Spaß hier auf dem Weekend of Hell. Here I am at CJ Cram, who played Jason in Friday the 13th Part 6, Jason Lives. And my special question is, what's your favorite Friday the 13th part except for Part 6? Oh, that's not fair. So you mean I have to tell Kane Hodder I like him? Oh, gosh. I think Kane did a great job in Part 7, 8, 9, 10. I think Ari did really good at number 1 because it was the beginning. Richard, part 3 was amazing, and you can't forget part 4 or 5, but all the guys that have contributed to the Friday the 13th have done an amazing job. So if my favorite isn't part 6, my favorite is going to be every other one between part 1 and Freddy versus Jason. Don't forget Derek Mears, he did a good job too. Okay, thank you, and yeah. Okay, well guys, I'm here at Lawrence Ahari from The Human Centipede 2 and The Human Centipede 3. And my first question is, which would you say is the better film, The Human Centipede 2 or The Human Centipede 3? Oh, that's like choosing between your babies. I couldn't do it. But I mean, obviously Human Centipede 2, with it being my first feature film, does hold a special place in my heart. So that. Okay, and do you like The Human Centipede 2 more in color or in black and white? Well, I think it works better in black and white. I think it's a black and white film. It's a lot sort of tougher and a lot darker in tone that way. But it is interesting to see it in color. It has a kind of Eastern European feel to it, I think. So yeah, But it does feel lighter in color, I'd say. So. Okay, and then my last question is, what was the atmosphere like on the set of The Human Centipede 2? Was it more serious or funny or? Well, Tom himself likes to keep things light on set. He's very enthusiastic, like a big kid, always rushing around and going,
That's so nasty, he says when he's behind the camera, when he sees something he likes. Things were kept so late on set that when we finished the film, I thought we'd made this kind of splatter comedy, but actually when you see it in black and white with the soundscape and everything, it looks and feels a lot tougher and darker than we imagined. So yeah, it was quite a shock when I first saw it. So yeah. Okay, then thank you for the interview, and yeah, okay. Okay. Bye. So, das war's dann auch schon wieder mit dem Regan of Hell 2017. Mir persönlich hat es auf jeden Fall sehr gut gefallen. Ich denke mal, ich werde wahrscheinlich auch wieder im November anwesend sein. Ansonsten bedanke ich mich natürlich nochmal bei den ganzen Interviewten und sowie bei den Zuschauern, die dieses Video gesehen haben. Von daher bis zum nächsten Mal. Ciao.